Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Griefer Games Video, Leute. Heute mal wieder, ja, auf Griefer Games, auf meinem Main-City, Build of City 2. Und zwar wollte ich euch gleich ein kleines Update geben, was jetzt mit überhaupt mit diesen Lichtleinköpfen passiert ist. Ihr wisst ja, man konnte jetzt diese Secret-Köpfe craften. Das geht immer noch. Wir haben gerade den 25. Irgendwas um den Dreh. Ja, wir haben gerade den 25. und das Rezept ist immer noch drin. Also dieses, womit man die craften kann. Und das Ding ist einfach, ich dachte, das wird bis zum 24. rausgenommen. Und ich dachte mir eigentlich, ja, komm, verkraftest jetzt alles zu diesen Secret-Köpfen. Aber dann habe ich mir überlegt, Leute, wenn doch alle verkraftet werden, dann heißt es doch, dass die Lichtleinköpfchen weniger werden. Heißt es denn nicht, dass die auch automatisch mehr im Wert steigen werden? Nicht wundern, ist noch im Moment am Morgen und ich bin ein bisschen, ja, noch nicht so in Form, man kennt ihn. Und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich behalte jetzt erstmal noch und gucke mal, ob die steigen. Wenn nicht, mache ich halt Minus, ist mir dann auch egal. Aber ich denke schon, dass sich das rentieren wird mit den Köpfen, weil ich kann euch ja mal meinen Kontostand zeigen, im Moment mal ein Guthaben. Ich habe im Moment 250.000 und gestern hatte ich noch 150.000 und davon habe ich vielleicht, ich sag mal, wie viele Köpfe habe ich verkauft? 20 Stück oder so von meinen, was habe ich hier? Ach, keine Ahnung, so ein paar DKs von den Köpfen halt. So von 300 bis 400 Köpfen, ja. Also man kann damit schon recht gut Gewinn machen. Habe halt einen für 5.000 verkauft, manche auch ein bisschen günstiger an Clan-Member halt. Aber das Ding ist, ich denke mal wirklich, die werden noch im Wert steigen, weil jetzt halt alle das hier verkraften, Leute. Und generell mit Items wie zum Beispiel mit Abges Weihnachtsgebäck habe ich, müsst ihr wissen, war neulich noch bei 16.000 und mittlerweile ist es jetzt bei 30.000, weil das einfach, das verkauft kein Mensch mehr. Und genauso wird das mit diesen Lichtleinköpfchen sein. Das war auch damals so mit, wartet mal, ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, wo habe ich denn, mal wieder top organisiert hier, mit diesen YouTube-Köpfchen. Die hatten früher noch dieses Original-Sign, ja? Die hast du früher hinterhergeworfen bekommen, ja? Hat man früher mit Slash Ward einfach bekommen. Viele Leute haben die platziert. Aber dieses Zeichen ist ja daran das Wertvolle. Und heute kostet so ein Kopf 15.000. Früher hast du den für $100 gekauft. Mit Zeichen. Also ich muss schon sagen, ich denke schon, wenn ich die jetzt eine Weile behalten werde, dass die schon eine Weile stärken werden. Das Problem ist jetzt bloß eine ernste Sache. Ich brauche Geld, Leute. Und ich habe kein Geld. Ich bin armer Schlucker im Moment. 250.000, seht ihr selber. Das geht ratzefatze weg. Ja, für Materialien, für nochmal irgendwelche Admin-Items. Denn hattest du einmal im Casino vielleicht wieder ein bisschen Pech. Ja, das ist denn immer nicht so optimal, Leute. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich immer Pech im Casino. Nicht wundern, warum das hier noch steht. Das hatte ich mal einfach aus Jux und Tollerei gebaut gehabt. Das ist Blackjack. Ja. Weil mir langweilig war, habe ich mir einfach vom Kollegen abgeschaut. So Leute, ich wollte aber heute nochmal über was anderes reden. Und zwar darüber, wie es mit meinem GS weitergeht. Vorab erstmal, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gerne ein Abo, Like da lassen. Und ich wollte euch das jetzt erstmal zeigen, was ich jetzt im Moment gemacht habe. Ihr seht ja, das Teil war ja eine Zeit lang, ich sag mal, tja, nicht fertig. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel die obere Etage fertig gemacht und jetzt bin ich gerade noch dabei, das da hinten fertig zu machen. So, hier war ja meine Karte von mir, ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe, die kann ich euch später auch gerne nochmal zeigen, gar kein Problem. Und die habe ich jetzt halt weggesprengt, es ist alles nicht so optimal gelaufen, wie ihr sehen könnt. Ich hatte gedacht, dass das ein bisschen, ja, nicht so zerstörerisch wird. Und hier hinten war ja mal so ein Riesenwald und hier hatte ich dann auch mal was weggesprengt, weil ich hier eigentlich was hinbauen wollte. Ihr seht schon, hier sind überall Baustellen auf dem GS, deswegen, betretet es einfach lieber nicht, wenn ihr eure Sachen nicht verlieren wollt, weil ihr könnt ja mal ganz schnell irgendwo runterfallen. Und hier baue ich jetzt im Moment einen Berg hin. Der soll eigentlich diesen ganzen Krater überdecken. Anscheinend muss ich da nochmal jemanden beauftragen, der mir hier was drüber zieht. Oder ich mache das halt selber. Und dieser Berg wird bis ungefähr bis Höhe 170. Also nochmal 100 Blöcke hier oben drauf. Und dann kommt da oben drauf einfach eine kleine Residenz von mir, Leute. Mit so einem kleinen Schloss und ansonsten, wie es mit dem GS noch weitergeht, ich denke mal, ich werde hier noch dazu noch eine kleine Köpferhalle reinbauen und noch ein paar Farmen, was man halt alles so braucht, ja. Ansonsten, wenn euch dieses kleine Update-Video erstes Mal zu den Lichtleinköpfchen gefallen hat, also zu meinen Vermögenswerten und zu dem GS, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao.